Übernahme geplatzt. Der Medizinkonzern Fresenius zieht sich aus dem Rennen um die Übernahme der Rhön-Kliniken zurück. Die Suche nach konstruktiven Lösungen sei gescheitert, erklärte Fresenius-Chef Ulf Schneider. Dennoch kündigte der Konzern an, seine Anteile von derzeit knapp 5% an Rhön in begrenztem Umfang ausbauen zu wollen. Fresenius wolle Rhön gegen feindliche Übernahmeversuche verteidigen, so Schneider weiter.